Die sind auch schon voll aufgeregt. Cool. Die denken bestimmt, sie kriegen jetzt Fressen. Mann, sind die doof. Hallo, wieder mal zu einem Unboxing-Video. Heute habe ich diese große Kiste auszupacken. Boah. Denn heute ist mal was Besonderes. Da haben wir nicht wie jedes Mal nur eine Figur, noch eine Figur, noch eine, noch eine, noch eine. Nein, heute sind es mal zwei Figuren, die da drin sind. Es ist dementsprechend teuer gewesen. Fast 700 Euro für zwei Figuren, meine Güte. Ich frag mich, ob ich, also, mein Weihnachtsgeschenk ist jetzt weg. Da kommt aber noch eine Figur, die ich haben will. Na, dann muss ich die halt zum Geburtstag mir wünschen. Wer weiß. Aber erstmal, ich habe ein neues Werkzeug zum Aufmachen. Diesmal, damit wollte man mich schon im Flugzeug festnehmen. Das ist dieses wunderschöne Ding hier. Experten wissen vielleicht, was das ist. Für alle anderen muss ich vielleicht eine kurze Vorführung machen. Es ist eine versteckte Klinge aus der Assassinen-Serie. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da kann man quasi dann auf Hilfe, Handdruck, kann man dann Klingen rausschießen und damit Leute kaputt machen. Ja, nun hoffe ich aber, dass das bei diesem Paket hier auch funktioniert, zumindest einigermaßen. Dazu, jetzt habe ich mich fast selber geschnitten. Mann, ich habe aber auch eine Tendenz, mich zu verletzen in diesen Videos. Die Klinge ist draußen und wie gesagt, ins Flugzeug durfte ich damit nicht, weil das ist voll gefährlich, das Zeug. Na, dann schneiden wir mal. Moment. Immer diese Scheiße. Blöder Flughafen, von wegen Leute erstechen. Pfeh. Kannst ja noch nicht mal damit Papier schneiden. Blöde Funzel. So, habe ich Ersatzwerkzeug. Müssen wir denn doch wieder mit der altbewährten Schere machen. So, wie immer, die Adresse ist ab. Und dann gucken wir doch mal, welche zwei Figuren diesmal hier drin sind. Steht überall drauf, man soll sich nicht raufsetzen. Und Vorsicht, Glas, guck mal da, nicht belasten. Deswegen liegt es auch auf dem Bett. Da ist es komplett sorgenfrei. Die Pakete werden aber auch immer größer. Vielleicht sollte ich weniger bestellen. Würde vielleicht meinem Portemonnaie ganz gut tun. So. Wie immer haben wir jetzt diese coole Line hier. Ihr kennt ja die Regel, nicht reinstechen, das ist doof, das macht man nicht. Man beschädigt damit nur die Sachen, die da drin sind. Und ich sehe gerade, das muss ich gar nicht aufschneiden. Das ist wie eine Schatztruhe. Da muss ich hier einfach das Schloss öffnen. Oh, und es geht weiter. Das ist ja wie an Weihnachten, da habe ich auch eine Kiste in der anderen bekommen. Das ist jetzt wieder zugeschnürt. Meine Güte. Das ist aber kompliziert heute. Ich sollte nicht so viel von Weihnachten reden. Wie gesagt, ich bekomme nichts mehr, weil ich mir diese zwei Figuren geholt habe. Es geht ja immer weiter. Jetzt ist es aufgeklappt. Ja, warte, hier am Rand sehe ich was. Da können wir durchbrechen, glaube ich. Wenn ich hier einmal löse, natürlich mit der scharfen Seite nach unten. Und hier das Gleiche. Na, wo ist er? Setz an. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe bei diesen Unboxing-Videos immer das gleiche Bettlaken drauf. Das ist nicht, weil ich das Bettlaken nie wechsle, das ist einfach Zufall. Ist sogar die gleiche Bettwäsche wie beim letzten Mal, aber nicht wie beim ersten Mal. Ne? Also ich habe mehr als eine Bettwäsche. Boah, ich dachte, jetzt geht das hier auf, das geht immer noch nicht. Oder? Warte mal, mache ich anders. Wir nehmen uns jetzt das Paket wie immer und stülpen es einfach über den Kopf. Kommt immer noch nicht raus. Vielleicht einfach ziehen, aber wieso sind denn das zwei Kisten? Ich habe zwar zwei Figuren bestellt, aber die sind doch in einer Kiste.
Und da sind sie separat verpackt. Wird alles ganz dreckig hier, aber ich hab's fast. Moment. Da ist Pappe zwischen. Deswegen geht das nicht. Blöde Pappe. Hat der das festgeklebt da drin? Mein Papa, ne, wenn der Geschenke verpackt, da klebt ja auch immer das Geschenkpapier an das Geschenk, damit er das Ganze straff ziehen kann. Aber das hier ist, naja, ein sehr dickes Geschenkpapier und auch nicht sonderlich hübsch. Also weiß ich nicht, warum man sich da Mühe geben sollte. So, Paket 1 und Paket 2 und... Puh... Noch mehr Zeug zum Verstauen. Ich schmeiß das mal weg. Das ist mal zu groß zum Wegschmeißen. Nee. Wer soll denn noch darauf schlafen? Muss mal runter. Muss man mal Staub saugen. So. Geht's ja nicht, wie hier alles aussieht immer. Na. So, jetzt verrate ich mal, was es heute gibt. Heute gibt es wieder von Guardians of the Galaxy zwei Figuren. In der einen Kiste ist Rocket Raccoon drin und in der anderen Kiste ist Groot drin. Hier, seht ihr mal. Rocket und Groot und... Rocket und... Hä? Das ist die gleiche Bestellnummer. Haben die mir jetzt zweimal zwei Figuren geschickt? War das deswegen so teuer? Wir machen mal ein Paket auf, um zu gucken, ob da schon beide Figuren drin sind. Und wenn ja, dann raste ich aus. Aber so richtig. Das war viel zu teuer, um davon gleich vier zu bestellen. Was war das für ein komisches Geräusch? Ich glaube, mein Computer stirbt gerade. Häng mal offen. Zweimal offen. Und jetzt, wie immer, die obere Linie, den Scheitel ziehen. So heißt das bei Papi im Geschäft immer. Er trägt immer so coole Anzüge. Und irgendwie sprechen alle seine Freunde Italienisch. Ich weiß auch nicht, was das für komische Leute sind. Aber die haben immer coole Pistolen. Jetzt geht auch noch das Telefon los. Moment. Ja? Wie? Was heißt, ich soll das Zimmer aufräumen? Das kannst du machen! Immer derselbe Mist. Blöde Eltern denken immer, wissen alles besser. Pappe. Da ist die Kiste. Machen wir das wie immer? Ich stelle es einfach auf den Kopf und es wird schon rausrutschen? Tada! Überall die Krümel und noch mehr Pappe. Ist Pappe, die Pappe ist festgeklebt an der Tüte. Das scheinen wirklich beide Figuren in einer Schachtel zu sein. Wieso habe ich denn dann zwei ge... Blöd. Egal. Denn ist nicht so schlimm, wenn ich die jetzt wieder kaputt mache. So. Also, wir haben die Box.
So ähnlich wie Gamora, da gibt's da auch so. Seht ihr das? So Reflexionen. Aber ich glaube, das sind weniger. Und bei der Rückseite wieder viele, viele Daten, die eigentlich gar keinen interessieren. Außer die, die sich immer Abspender durchlesen. Aber das macht ja auch keiner. Die guckt man sich ja nur an, weil am Ende noch was kommen könnte. Ich habe auch von so Idioten gehört, die gucken sich Abspänner an, um die Musik zu hören. So eine Vollpfosten. Ich gehe dann immer aus dem Kino raus und gucke die ganz verstört an. Kann ja nicht sein, dass man da einfach so, weißt du, das ist ja doof. Wer braucht schon Musik? So, Reveal, was bei diesem Licht hier gerade ganz, ganz komisch ist. Tatsächlich bei den einem. Guck mal, hier haben wir den Groot, kriege ich den scharf gestellt? Ja, guck mal, jetzt ist er ganz hot und sexy. Besonders, wenn man ihn anzündet. Weißt du, weil Holz brennt und so. Und hier haben wir auch ein sehr heißblütiges Temperament. Die kleine Ratte. Waschbär ist das ja. Habt ihr schon mal Waschbären gesehen? Damals auf der Klassenfahrt? Ja. Da gab's Waschbären. Die haben uns immer die Brötchen geklaut. Das waren fiese Viecher. Wir waren da in so einem Zoo und haben da in Planwagen übernachtet. Und da gab's einen Brunnen und da waren ganz viele Waschbären. Stand, glaube ich, auch dran, Waschbärengehege. Aber es war eigentlich ein Brunnen. Na egal. Und die haben dann immer, wenn man sich da mit einem Brötchen hinbegeben hat, haben die das einfach geklaut. Wie kriege ich das jetzt auf, ohne alles kaputt zu machen? Wie mache ich das denn sonst? Habe ich sonst mal durchgeschnitten oder aufgemacht? Ich glaube, ich schneide es lieber durch. Oder auch nicht. Ich bin mir gerade unsicher. Ich schneide es ganz vorsichtig durch. So, vorsichtig durchgeschnitten. Ich glaube, die Schere brauchen wir jetzt nicht mehr. Schwerkraft, hilf mir. Du bist doch sonst auch immer gegen mich. Irgendwas klemmt hier noch. Ach so, da war noch eine Schutzpappe davor. Jetzt aber! Oh, braucht auch keiner mehr. Ich meine, diese Verpackung. Es soll ja auch so Deppen geben, die sammeln die Verpackung mit. Ich weiß ja auch nicht, was das soll. So, jetzt haben wir hier zwei Ständer. Wieso klemmt schon wieder alles fest? Was ist denn das heute? Heute geht auch alles irgendwie schief. Das ist einmal eine ganze Plastik. Da muss ich wieder aufpassen. Sonst schneide ich mich wieder am Plastik. Oder Kunststoff. Ich habe ja gehört, dass da Leute gibt, die meinen, man sei doof, wenn man Plastik sagt. Das sieht immer besser aus, je mehr man von der Verpackung abmacht. Tja, hier wie immer die Gebrauchsanweisung. Die braucht man nicht. Das ist wie bei allem. Was haben wir hier? Ach so, das sind Handgelenke für Groot. Und hier haben wir Hände für Groot. Noch mehr, das sind leuchtende Hände für Groot. Die sind für Spezialeffekte, kann man damit machen. Ganz cool. Oh, und noch eine Hand für Groot. Das sind ja 5 Hände für einen Baum. Dabei haben Bäume gar keine Hände. Hier auch ein sehr hübsches Detail, glaube ich. Das ist dieser Mini-Groot, der zu dieser fürchterlichen Musik am Ende tanzt. Schlimm, wenn man das einmal im Kopf hat, man kriegt es nicht mehr raus. Ich glaube, das sind die Michael Jacksons. Also 5 davon, irgendwie so. So, das hier ist offenbar von Groot der Ständer. Den stelle ich mal da so hin. Und dann gibt es hier auch von Rocky den Ständer. Den stelle ich da hin. Ich habe gehört, Rocky hat auch Filme, wo er ganz alleine ganze Armeen auseinander nimmt. Müsste man sich mal angucken irgendwann. Was ist das eigentlich? Ach so, das ist Rockys Kanone. Haben Sie auch sein Stirnband dabei? Nee, ich glaube, das Stirnband ist nicht dabei. Schade. Lege ich auch erstmal beiseite die Kanone und dann versuche ich ihn mal hier rauszuholen, ohne ihn auseinanderzureißen. Das geht relativ einfach und wow. Ich finde ja Hot Toys Figuren viel besser, weil die immer so schön groß sind und detailliert. Aber der ist jetzt irgendwie so groß wie eine normale Actionfigur. Habe ich mal eine normale Actionfigur hier irgendwo rumstehen? Wartet einen Moment, ich habe eine normale Actionfigur. Moment.
Das da ist die Hexe von Blair Witch Project. Also dieser Film, kennt ihr den? Das ist so mit einer Kamera und Leuten im Wald, die sich da verlaufen und dann ganz viel Spaß mit so einer alten Frau haben. Das ist Blair Witch. Und das hier ist die alte Frau. Und wenn ich jetzt mal den Raketentyp daneben stelle, der ist sogar kleiner als die. Dafür zahlt man so viel. Na gut, wenn Sie meinen, immerhin hat er hier so Schnurrhaare, ne, wie eine Katze, weil ist ja auch eine große Katze. So, kann man den jetzt irgendwie... Ich nehme mal gleich den kleinen Ständer, den er hier hat, und versuche ihn hinzustellen. Dann haben wir ihn gleich präsentiert. Aber irgendwie, dieses Gummi hier ist komisch. Ah, doch, passt rein. Ast rein, es passt rein. Das hier nicht, das müsste ich jetzt wahrscheinlich mit einer Schraube auseinanderdrehen. Machen wir gleich. Moment, warte hier mal kurz. Na, bleib stehen. So. Diese Kameraeinstellung, die gab es auch im letzten Spider-Man-Film. Das haben immer alle Crotch-Cam genannt. Weiß aber auch nicht, was das sein soll. So, jetzt habe ich hier das Ding und genau, schraube mal kurz auf. Richtig, geh mal weg, du Waschbär, dann kann ich das hier noch immer nicht. Jetzt aber, ja, jetzt geht's fast. Muss noch weiter schrauben. Dieser Stab ist zu dick. Finde ich komisch. Der kann doch nicht zu dick sein, der Stab. Jetzt ist die Mutter davon. Damit veralbern wir übrigens auch immer gerne Leute auf dem Schulhof. Wir fragen dann, ob sie eine Mutter haben. Und dann sagen sie entweder ja, und dann sagen wir, gib mal her, ich brauche eine für meine Schraube. Oder sie sagen nein und dann sagen wir, haha, du hast keine Mami. Das ist immer voll witzig. So, das funktioniert gerade nicht. Da muss ich ihn halt so hinstellen. Ich werde ihn noch irgendwie vielleicht seine Kanone auf den Rücken packen. Geht das? Ich weiß es nicht. Aber doch, warte, wenn ich den Schwanz hochmache, dann kann ich da vielleicht, hier siehst du, so die Kanone durchschrauben. Und schon hat er sie auf dem Rücken. Ist doch voll cool. Ich muss nur gucken, wie ich das nachher mal irgendwie noch gefixt kriege. So, haben wir den beiseite geschoben. Dann kann ich jetzt weitermachen mit dem Baum. So, hier stecke ich auch gleich mal wieder den Stab rein. Jetzt merke ich gerade, warum ich so verwirrt bin. Das sind andere Stecker als sonst. Guck mal, sonst hast du immer diese schwarzen Dinger und die hier sind auf einmal so rund. Das fällt mir ja jetzt erst auf. So. Oh. Der ist nicht leicht. Wir gucken uns schon mal den anderen Kopf an. Das hier ist der Groot, wenn er gerade nicht so freundlich ist. Voll cool. So. Strümpfe ausziehen. Andere Strumpf. Und den Kopf. Ich bin gut. Wortspiel, ne? Der ist irgendwie cool designt. Mit all den Holzplatten und so'm Zeug. Du kannst sogar die Hände bewegen. Der ist viel beweglicher, als er auf dem ersten Moment aussieht. Und das Gute im Vergleich zu vielen anderen Figuren der letzten Zeit ist, er hat keinen komischen Anzug oder keine komische Haut, die Gelenke irgendwie verschandeln können. Der ist einfach so und so ist er auch cool. Yeah! Aber weißt du was, ich werde noch irgendwas ausprobieren. Hier gibt es noch extra Teile. Da muss ich mal einen Moment die Kamera hinlegen. So.
Bild. Okay, das Bild steht. Waren hier noch extra? Ja, hier ist noch ein extra Teil, was ich gesucht habe. Hängt ja voll fest. So, dann kommt der Stab hier rein. Und das hier darauf. Ja, komisch, der ist viel lockerer. Aber das wird schon passen. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Davon seht ihr gerade aber nichts. So, kriege ich das hier ein bisschen geweitet, ohne es kaputt zu machen. Das wäre ganz cool. Flop. Nochmal den Stab hier. Ist schon komisch, dass das alles nicht passt gerade. Aber das schaffe ich noch. Irgendwann vielleicht. Muss ja fast reichen, warte, dass das. Mit ein bisschen Gewalt geht das alles. Haha, ich habe es durchgekriegt. Jetzt muss ich noch die Schraube wieder reinbringen. Und die Mutter einlegen. So. Jetzt habe ich hier mal die Folie von dem Stand abgemacht. Hier so ein Gerüst gebaut. Jetzt habe ich vergessen, das damit einzubauen. Das ist ganz schön schwer, das sackt alles im Bett ein. Warte mal, ich trage das gleich woanders hin. Und hoffe, dass es jetzt hier nicht runterfällt. Ja, geht mal alle beiseite. So, dafür ist der andere Ständer da. Da kann man den kleinen nämlich einfach auf den großen raufstellen. Voll cool. Warte mal, so seht ihr vielleicht mehr davon, ne? Ist voll toll, ne? Jetzt habt ihr Hochformat im Video. Viel größer als Iron Man. Naja, das war jetzt das Unboxing von Rocket und Groot aus Guardians of the Galaxy. Und was ich mit der Kiste mache, da unten muss ich jetzt mal sehen. Am besten zurückschicken oder verschenken oder verkaufen. Muss ich sehen. Noch ein cooles Schlussbild. tschüss und man sieht sich.